Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Diät-Hopping. Diät machen, nicht Diät machen. Was ist ein Diät-Hopping? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was ein Diät-Hopping ist. Habt ihr da Erfahrung mit? Habt ihr das schon mal gehört? Könnt ihr euch vorstellen, was das sein kann, was dahinter steckt, was hinter den beiden Bildern steckt? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr Lieben, plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Ich bin Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis, die Rose Fröhlich. Und ja, ich hatte Patienten in der Beratung, gerade gestern mehrfach, wo es um Diät-Hopping ging. Und zwar die Struktur, den einen Tag Diät machen, den anderen Tag nicht. Im Moment haben wir ja Urlaubszeit, also alle sind im Urlaub unterwegs. Ach ja, die Kohlenhydrate und kann ich ja essen, ne? Dann habe ich ja Buffet, kann ich ja die Nudeln essen oder Kartoffeln, Reis oder was ist mit Teigtaschen, was ist mit Kuchen, Kekse, Alkohol habe ich jetzt auch gar nicht, gehört ja auch dazu. Und komme ich aus dem Urlaub, ja, Frau so fröhlich, dann mal wieder Diät. Kennt ihr das, ihr Lieben? Das nennt man Diät-Hopping. Vor dem Urlaub Diät machen, im Urlaub keine Diät machen. Das gibt es aber natürlich nicht nur für den Urlaub. Das kann auch sein, dass ich abnehmen will. Dann mache ich Diät. Und dann gibt es Tage, wo ich sozusagen ganz wenig esse und ganz gesund esse. Ne? Hier die Erbsen. Es gibt ja auch welche. Ne? Die essen dann nur eine Erbse. Also ganz, ganz wenig. Essen dann vielleicht ein bisschen Obst, weil es gesund ist und vertragen. Und dann essen sie den ganzen Tag gar nichts. Und dann gibt es die Situation, dass die Leute wieder die Schokolade wegkauen. Das heißt, es ist so, dass die Süßigkeiten immer ein Ersatz sind, wenn ich Diät gemacht habe. Und das Gehirn versucht immer, Zucker zu bekommen. Das heißt, an der Stelle nennt sich Diät-Hopping, einen Tag Diät machen, anderen Tag lecker essen. Oder es kann innerhalb des Tages sein, den ganzen Tag gar nichts oder wenig essen oder nur gesund essen. Und am Abend haue ich dann, na, ich nehme mal die Kekse, könnt ihr besser sehen, haue ich dann die Süßigkeiten oder Kekse oder Schokolade oder Kuchen weg. Warum ist das so? Das Gehirn will Zucker haben und wenn ich ihm erst zu wenig gebe, holt sich das Gehirn den Zucker wieder zurück. Am Ende mache ich vormittags Diät und abends breche ich die Diät. Das nennt sich Diät-Hopping. Das Diät-Hopping ist ein großes Problem, weil es tatsächlich immer wieder geschürt wird. Lass den Kaffee weg, Kaffee hilft beim Abnehmen. Wir suchen ja ganz häufig nach der Lösung. Wir nehmen das Medikament, wir trinken den Kaffee, wir essen das Produkt, wir gehen ins Internet und besorgen uns irgendwie Produkt XY und dann ist alles besser. Ihr Lieben, für dich super finden, gönne ich euch. Wäre toll, wenn das so ist, aber eigentlich bis heute hat es keine Methode gegeben, die richtig funktioniert. Die einzige Methode, die wirklich funktioniert, ist mit dem Diät-Hopping aufzuhören, gesunde Mischkost einzubauen und ganz ehrlich, Leute, die Kohlenhydrate, Kartoffelreis und Nudeln etwas moderat einbauen, also Menge ist entscheidend, Handvoll wird die mich schon kennen und dann aber auch sie nicht komplett weglassen, weil das Gehirn will Zucker haben. Also gesunde Mischung. Schaut euch nochmal die anderen Videos an zum Thema Kohlenhydrate, zum Thema Low Carb, drei Mahlzeiten, alles was dazugehört auf meinem Kanal. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Jetzt wisst ihr, was Diät-Hopping ist. Ganz liebe Grüße und ihr Süßen, plus weg, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich und wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir einfach gerne. Ganz liebe Grüße.